Halli, hallo, hallo Leute und herzlich willkommen hier zurück bei der Comedy Place Wild Arms. So, ich habe, weil ich ja immer super schlau bin, mich mal erkundigt, was wir jetzt so großartig machen können. Und tatsächlich haben wir Zugriff auf ein bisschen was Optionales in der Theorie. Die Kampfarena sparen wir uns erstmal auf. Theoretisch müssten wir, glaube ich, geht das eigentlich auch hier? Oh ja, das geht sogar hier. Guck mal. Theoretisch müssten wir ja, wie immer, kämpfen gegen unsere Dämonenfreunde, aber dafür müssten wir dann, glaube ich, im Basker Village erst was machen. Wir können ein bisschen was Optionales machen. Also ich habe mich natürlich erkundigt, weil... Naja, ich möchte euch ja ein gutes Spielerlebnis liefern oder zumindest Zuseherlebnis, ne? Und bevor ich jetzt in der Welt rumwandere und 2 Millionen Nebenkämpfe habe, versuche ich zumindest ein bisschen rumzuschnibbeln, nur für euch. Das Weiß des Schnees reinigt von dem Bösen und bedeckt es. Meine Macht des Schnees, ich werde sie euch geben. Zauberin und Kämpfer, wenn ihr Filgaia säubern wollt. Eisruhen erhalten. Ja, nice. Ich habe schon lange nicht mehr geguckt, ob ich irgendwie eine bessere Rune für sie hätte. Oh, wow. Ich meine, die vielleicht? Eigentlich schon, ne? Weil sie nicht ganz so viel kaputt macht, sag ich mal. Das ist ein reines Upgrade für Kommi. 280, 38, ein bisschen wenig Verteidigung, aber Angriff. Oder das, dann ist er noch schneller. Pry? Try? What? Nur ein bisschen weniger Verteidigung. Ja, kriegt er die. Haben wir mal wieder ein bisschen hier rumgefriemelt. So, das war das eine, ne? Wir kommen hier hin, super easy peasy. Gucken uns das an, gut ist. Soweit ich informiert bin, können wir auch in... Jetzt muss ich überlegen, wie heißt der Ort? Nicht Basker? War es Burg Seim? Ich glaube, es ist Burg Seim. Ist mein Golem noch da? Funktioniert denn das eigentlich? Ich habe kein Golem mehr. Das ist die große Frage. Wir können theoretisch, glaube ich, zur Photosphäre auch zurückkehren, aber dafür bräuchte ich einen Golem. Und wenn der auf... Obwohl, dann kann ich so rumfahren. Ne, ist okay, ist okay. Oder ich gebe... Ja, oder wir gehen per Golem, weil... Ihr wisst ja, Golem heißt keine Kämpfe macht Kombi glücklich, ne? Aber es ist halt alles rein optionaler Kram, ne? Das hier, die Dirde, die wir beim letzten Mal besucht haben, wo wir uns haufenweise Magie, die ich noch nicht sortiert habe, weil ich ein Depp bin. Und weil ich arbeiten muss. Ich schieb das alles immer auf die Arbeit, ich weiß, aber ich bin so oft mit Arbeit beschäftigt, dass ich nicht immer Zeit habe, das zu machen, was ich eigentlich machen will. Man soll wohl hier noch was finden können. Wenn wir das gemacht haben, muss ich, glaube ich, zurück nach... ins Baskerdorf. Keine Ahnung, ob hier Gegner rumlaufen, aber... für die LPs ist das super. Einfach nicht da sein, sozusagen. Ich bin Rigdobrite, der Wächter der Sterne, der mit einem Stern aus Metall auf Filgaia fiel. Nutze meine Macht, um die Welt zu retten, wenn du an das, was die Sterne beleuchten, glaubst. Ich glaube an... Naja, Licht nehme ich an, keine Ahnung. Ja, ich würde gerade sagen, kann sie gar nicht ausrüsten, aber doch. Sternrune. Oh, die ist einfach ein direktes Upgrade zur Blitzrune nochmal. Nice, okay, cool. Gut. Das war das und jetzt, ich erkundige mich nochmal, aber ich glaube, das war mehr oder weniger der optionale Kram. Glaube ich. Okay, also... zwei Sachen. Ne? Hier haben wir noch ein Wappenbild, was immer gut ist, nachdem ich jetzt sowieso alle meine Wappenbilder verbraucht habe. Davon muss man ja auch mal geredet haben. Das andere ist, hier irgendwo in der Nähe müsste
noch eine Insel sein. Genau die hier. Die verlassene Insel. Oh Mann. Die gute alte verlassene Insel. Wer kennt sie nicht, ne? In jedem RPG braucht man eine verlassene Insel. Ich bin es, der herabflog von den Himmeln. Meine Flügel tragen nicht mehr, aber ich kann Philgaia von den dunklen Wolken befreien. 3 neue Runen, okay. Die Himmelsrune erhalten. Gucken wir mal. Himmelsrune, Verteidigung. Verteidigung voll für den Hintern. Er braucht schon Verteidigung, ne? Am I right? Yo, Verteidigung, ey, pff. Naja. Ich muss mal gucken, ob ich... Ich will jetzt nicht hier wieder anfangen mit... Ich mache das auf jeden Fall, sondern gucken, ob ich vielleicht irgendwann mal eine Menge beschwöre. Zumindest wir müssen nach Milama, ist es. Ich dachte immer, Beska war es, aber nein, tatsächlich muss ich nicht nach Beska, wir müssen nach Milama. Das gute alte Milama-Dorf. Wir kommen in Milama. Unsere friedliche Stadt ist reichlich mit Wasser gesegnet. Ja, das kenne ich. Weiß ich. Haben wir schon mal festgestellt. Also ich bin jetzt lieber hier, als dass ich wieder einen Trigger verpasse, ne? Bevor ihr fragt, warum bemühst du dich denn da rein, wenn du jetzt durch den Guide sowieso so grob weißt, wo du hin musst. Ganz einfach. Wie gesagt, am Ende fehlt wieder ein Trigger und das heißt, du hättest mit irgendwem reden müssen. Ich kann nicht glauben, dass die Welt in Gefahr ist. Das friedliche Leben war wohl zu selbstverständlich für mich. Ich bin ja ehrlich, das ist so etwas, was ich auch voll verstehen kann, ne? Wenn man jahrelang einfach nichts hat. Falscher Knopf. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob dieser Fit-Apfel schon mal von mir gefunden wurde. Ich tue jetzt aber mal so, als ob nicht. Das wird mir wahrscheinlich jedes Mal in alten Städten passieren, aber ne. Der Kneipenbesitzer will mit euch sprechen. What? Kneipi-chan will mit mir reden? Na gut. Ein Blumenband erhalten, ey. Na, kommt auch dazu. Jetzt müssen wir halt zumindest einmal kurz hier wieder hier rumlaufen. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatten wir das Ding. 35 Liter Hut. Ernsthaft? Das Blumenband ist besser? Der ist schlechter. Okay. Wie auch immer, nehme ich so hin. Nichts da drin. Da ist was drin. Also ich bin mir sehr sicher, zu dem Zeitpunkt haben wir, glaube ich, gedacht, dass Fässer und so nichts beinhalten. Also kein Vampire's Dawn nachgemacht und alles angequatscht, was sich, naja, nicht bewegt tatsächlich. Durch den Radar lerne ich ja jetzt auf die harte Tour, dass ich vor allem so viel Zeug hätte haben können und nicht habe, ne? Nicht, dass das super wichtig wäre, aber naja. Obwohl ein Verteidigungspunkt, ne, manchmal ist ein Verteidigungspunkt genau das, was man so braucht. Hi. Aber wenn ich sie nicht differenziert verwende, bin ich nur ein Lehrling? Damn. Ja gut, da weiß ich, dass wir das schon öfter mal aufgemacht haben. Manchmal wissen wir viel mehr als die Menschen, ja, und manchmal... Aber nur manchmal haben Hunde ein kleines bisschen Haue gern. Mit dem Zauberstab auf dem Kopf, damit man ihnen reden kann. Bitte keinen Hund hauen. Dies war eine Nachricht, die... Ich kenne nur einen einzigen Zuschauerhund, also kennen ist auch zu viel gesagt, ne? Und an dieser Stelle, das ist wieder Odin. Und Odin sollte man auch nicht hauen. Ich denke mal, er würde dieser Message approven. Er wäre so, ja, Pfoten Daumen hoch. Habt ihr neue Ausrüstung? Wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich habt ihr denselben Dreck wie damals. Also ich sage Dreck, aber zu dem Zeitpunkt, wo wir da waren, war das der hipste, neueste Scheiß, ne? Und ich so, yes. Ist das hier nicht die Kneipe? Bin ich... Damn, wo bin ich hier?
Metallband erhalten. Oh, vielleicht war ich doch mal hier, weil ich den Hunter ja gerade sehe. Metallband. Das ist alles so schwammig. Im Sandfluss lebt ein Affe. Ja, das wissen wir, weil mit ihm haben wir, glaube ich, geredet. Aber ich bin, glaube ich, damals nur mit dem Zauberstab hier hingekommen. Ja, dann hat er Platz gemacht und dann war da der Dupliktor drin, glaube ich. Irgendwie so. Naja, gut. Habe ich vielleicht jetzt hier den ein oder anderen Apfel-Intus, den ich gar nicht Intus haben dürfte, aber kann man mitleben. War das die Kneipe? Die Kneipe war hier, ne? Irgendwo jetzt rechts und dann. Glaube ich. Achso, du kannst so einfache Magie, ne? Bäh. Ist ja ekelhaft. Anfängermagie. Pfui, Spinne. Na, geht doch gefunden. Also. War doch einfach, ne? Was geht, Kumpel? Stress, Stress, Stress. Ich habe die Akten durchgesehen, die mir mein Vater hinterlassen hat. Dabei stieß ich auf einen Ort namens Zuflucht. An diesem heiligen Ort wurden die drei Wächter verehrt. Man nannte sie die Lords der Wächter und sie sollten die Liebe, den Mut und die Hoffnung verkörpert haben. Leider konnte ich nicht herausfinden, wo sie sind, aber das ist ein ganz guter Anfang. Wow. Okay. Ich hab mir einen gezischt, ohne dass mein Papa was davon weiß und das hat echt scheiße geschmeckt. Ja. Im Wächtertum sind die Wächter unbedeutender als der Wunsch der Menschen nach Harmonie. Fegaya zu beschützen und unser individuelles Herz hat eine Bedeutung. Schön. Ich hoffe mal, ich brauche keinen Cutscene-Trigger, aber wir probieren es einfach mal aus. Mit den Worten von Bubsy the Bobcat: What could possibly go wrong? Wenn wir von hier mehr oder minder nach Norden fahren, sagt er, während er quasi auf die Klippe zufährt, aber quasi Norden. Einfach mal so in der Nähe bleiben, das ist so eine Elfenpyramide, dann haben wir, ne Moment, das hier, das ist wieder so eine Zaubergilde, glaube ich, rechts, wenn wir wollen, da in der Mitte. Ich weiß, schockierend gut getan, ne? Also man kann sie förmlich nicht sehen. Die sind halt, wenn sie das denn wollen, sind sie Ninjas. So, in einem Part, den ich gelöscht habe, weil ich 5 Minuten lang gar nichts gemacht habe im Endeffekt, haben wir hier Schockschwertangriff gelernt. Ich zeig das mal, weil es ein Gruppenangriff ist. Ich denke, da kann man das mal zeigen. Die Schildklinge. Hat so ein bisschen was von, ich werfe mein Schwert weg, mein Schwert explodiert wie eine Granate und alle Gegner sterben, ne? Also, naja, warum nicht? Bin ich hier noch richtig oder bin ich schon wieder falsch abgebogen? So. Dann haben wir diesen Ort hier. Und diesen Zwischenkampf sofort. Das war. Ich bin so, ne, Freundchen. Also ist ja schön und gut, dass du aus deinem Boot da rauskommst, ne? Finden wir ja richtig Töfte von dir. Aber. Was, wenn du eine Runde kämpfst? Will aber nicht. Doch, du willst. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich habe ich für meinen Lebtag genügend Zwischenkämpfe gesehen, aber gut. Hier kommt der Blubstrahl, der halt namenstechnisch nicht passte. Und eigentlich ist es ein Eiskristall, aber Ey, ich wollte ihn ja Blubstrahl nennen. Aber wie gesagt, die Box wäre zu klein gewesen dafür, also. Demon Slab ist scheinbar der nächste Anlaufpunkt. Irgendwer im Milama soll mir das eigentlich sagen, aber ich habe jetzt keinen getroffen, ist aber auch wurscht. Seine Schwerttechnik gleicht meiner. Wer ist der? Warum erinnere ich mich nicht? Die Schlachten. Was ist los mit meinem Körper? Ablehnung des Körpers durch das Bewusstsein. Du denkst zu viel, liebe Lady Haken. Du bist so schön, trotzdem. Zurück, du Schleimer. An meinem Busen ruhen nur die Seelen der Kämpfer, die ich verschlungen habe. Okay. Willst du wissen, was das bedeutet?
Diese Worte sind zu stark für mich. Ich kam, um dir zu dienen und die Träne der Dunkelheit zu beschützen. Ich brauche deine dummen Einfälle nicht. Ich brauche nur mein Schwert. Das ist kein... Das ist eine Sense. Weib. Wie du willst. Bitte sorge für die Träne der Dunkelheit. Du und die Träne der Dunkelheit seid gleich schön. Ah. Ist ja alles schön und gut, ne? Aber es ist offensichtlich eine Sense. Ich weiß nicht, wo sie den Teil mit Schwert hernimmt, aber... Und alle, die nicht aufpassen bei meiner LP, so, warum sehe ich keine Charaktere mehr? Hat Community irgendwie einen Bildfehler oder so? Nein, habe ich nicht. Dreidimensionaler Aufzug. Und wieder unsichtbar. Ah, das macht so viel mehr Spaß. Plötzlich ist das Spiel richtig gut geworden, ne? Man muss nur... Mal sehen, 28 mal 30 Minuten, ne? Ungefähr so spielzeittechnisch muss man hier mitarbeiten. Und sobald man dann in der zweiten Hälfte des Spiels angekommen ist, ungefähr dann, also 14, 15 Stunden übrigens, aber und dann... Oh, nice. Bazooka erhalten, ja. Ist das eine Falle? Also, sagen wir mal ehrlich, der Raum sieht aus, als wäre das eine Falle, oder? Ne? Oder? Bazooka, High-Perform-Rakete-Gruppe. Wir haben noch Platz für drei, also wir nähern uns. Wir nähern uns einer Menge, ne? Wir nähern uns mehr oder minder dem Ende des Spiels. Wahrscheinlich dem Ende des Parts. Ja gut, jedes Video, was startet, hat auch ein Ende. Wir nähern uns irgendwie in jedem Part theoretisch auch dem Ende wieder. Aber ja. Es ist halt witzigerweise jetzt so im zweiten Teil, wo ich auf einmal mehr Möglichkeiten habe, ne? Wo man die ganze Welt erkunden kann, wo man deutlich bessere Magie lernt, halt sowas wie das Verstecken jetzt, was halt einfach nur, gut, das ist vielleicht jetzt auch so ein LPA-Ding, ja, weil ich muss auf einmal weniger, naja, ich schneide ja nicht raus, ne? Ich habe mal ganz, ganz früher, als ich angefangen habe, habe ich mir mal die Mühe gemacht, tatsächlich auch so ein LP zu machen. Und Zwischenkämpfe rauszuschneiden. Die Sache ist halt, es ist super ermüdend. Dann geht man diese halbe Stunde Video durch und dann schneidet man jeden Kampf raus, was ich machen kann, wenn, ne, wenn Demand wäre sozusagen. Aber es ist echt ein Energiesäbel so. Mir persönlich macht das keinen Spaß, das zu machen, aber es ist halt, ne, immer noch besser, als wenn keiner die Videos gucken will, sag ich mal. Worauf ich aber eigentlich hinaus will, ich habe das mal gemacht, ich find's halt mega nervig eigentlich nur. Hätte ich einen Editor nach dem Motto, ja, ich nehme jetzt eine Stunde auf und dann schicke ich den da drüber und dann soll der arme Knilch mal machen. Das ist ja nichts anderes tatsächlich. Ne, wenn ich sage, hier, ich nehme eine Stunde auf und dann soll der daraus 20 Minuten machen und da möglichst noch lustig und so. Ich meine, die Leute machen ihren Job gut. Versteht mich nicht falsch. Ne? Also die Leute, die tatsächlich sich da hinsetzen und sich so einen Scheiß antun, sage ich mal in Anführungszeichen, wirklich. Hut ab. Ne, aber ich sitze hier alleine, ich muss die Videos machen, rendern. Ich mache nicht viel damit, ich weiß, aber ich könnte, wenn ich wollen würde, aber ich will nicht, weil ich ein fauler alter Mann bin. Hi. Wenn die Träne der Dunkelheit vollständig ist, gehört Fil'Gaia uns. Auf Wiedersehen, Menschen. Woher du wissen, dass du mit mir reden? Ich war unsichtbar. Hexendoktor und zwei Garums. Na gut. Machen wir den Hexendoktor so und dann
High Spark geht sowieso auf alle, sehe ich gerade, ist nicht mal auf Gruppe bezogen. Es ist schön, dass es sowas gibt. Also wieder, ne? Sobald es um Hexen und Magier geht, ist Ragnar so ein bisschen. So ein bisschen super angepisst, ey. Musst du sagen, Ragnar, das ist ein Hexendoktor. Hexe! Der mag die nicht. Ich weiß nicht, was es ist, aber er mag keine magisch begabten Gegner. Dieses Terminal bezieht Informationen aus den Archiven der Dämonen. Willst du ihn einschalten? Ja. Wir haben entdeckt, dass die Energie der Träne umgekehrt werden kann, um eine Anti-Lebenskraft zu erzeugen. Das Experiment dauert an. Eine Anti-Lebenskraft. Also quasi tot, nur nicht wirklich tot. Ihr wollt die Träne der Rückleitung holen und ihr glaubt, ihr schafft das? Also ich meine, so angepisst wie Ragnar ist, ja. Warum sollten wir das nicht schaffen? Aber ja, allein dass High Spark wirklich einfach auf alle Gegner geht. Eine High Blast geht auch. Gucken wir uns das mal an. So, der macht da wieder 4000 noch was Schaden. Na, nicht ganz so viel, aber das war schon ein übler Overkill, den er da vorhin da gemacht hat, ey. Ich bin ja insofern nur froh, dass, auch wenn es vielleicht in gewisser Weise gleichzeitig langweilig ist, dass die Kämpfe relativ zügig jetzt gehen. Dieser Terminal bezieht Informationen aus dem Archiven der Dämonen. Äther-Analyse vollständig. Tor der Dämonen, Vektor wird korrigiert. Gate-Generator auf 20%. Man merkt halt nur, natürlich, jetzt wo die Magie relativ stark ist, dass Caitlin natürlich auch relativ zügig wieder eine Zaubermöhre bräuchte. Forschungen mit der Träne haben zur Entdeckung einer ultimativen Waffe gegen die Wächter geführt. Welche Wächter? Wann habt ihr die... Wo, was? Warum? Hä? Also was ich jetzt damit meine, ist, ich meine, klar, ich weiß, was Wächter sind, ne? Mir geht's darum, wir haben das Spiel begonnen, die Träne wurde geklaut. Vorher, also in den Kriegen davor, hatten sie die Träne wohl nicht. So. Jetzt waren die Wächter quasi alle schon so gut wie tot, weil sie ja nichts auf die Kette gekriegt haben. Und wir beim Verteidigen der Statuen jetzt auch nicht so richtig. Also ich will mich ja jetzt nicht in den Himmel loben, weil das wäre gelogen. Aber die Wächter können nichts mehr. Also wofür noch eine Anti-Wächter-Waffe? Gibt es einen, den wir nicht kennen? Die Wiederbelebung des Unterwasser-Golems Leviathan. Pff, natürlich. Ist abgeschlossen. Mit Munition versorgt, fertig zur Schlacht. Die haben einen Unterwasser-Golem. Was war das? Das war Emerald Weapon, ne? Ja. Wir Wissenschaftler arbeiten an den neuesten Waffen. Wir werden sie an euch testen. Ich wollte gerade so ein kleines, ganz kleines bisschen überheblich antworten, von wegen, sie haben es noch nicht einmal geschafft, auch nur anzugreifen, diese Doktoren. Bis mir dann wieder einfiel, ja gut, Kommi, aber du hast auch dir gefühlt 100 Äpfel alleine in Ragnar reingeschoben, damit der am schnellsten dran ist. Gepaart mit der Erinnerung daran, dass Gewinner keine Drogen nehmen. Das ist so, ja, vielleicht halte ich lieber meine Klappe, was das angeht. Parameter auswählen. Nächster Parameter. Datenanzeigen? Eingeben? Datenanzeige. 7 von 8 Golems konnten gefunden werden. Setze die funktionierenden Golems an der Frontlinie ein. Das Modell Barbados erwies sich als unkontrollierbar. Alle Wiederbelebungsdaten vernichtet und in der Wüste entsorgt. Besorgnis wegen der Golems, die immer noch eine Bedrohung sind. Aha. Terminal aus. Wow. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe. Daten ändern. Eingeben. Daten geändert. Gut.
Daten geändert. Alles klar. ID-Code. Hi. Datenanzeige. 7 von 8 Golems, setze die funktionierenden Golems ein. Soll ich Barbados eingeben? Das macht keinen Sinn. Gate-Generator? Trainer der Dunkelheit? Daten ändern. Eingeben. Daten geändert. Daten anzeigen. Türschlosser, ah, okay, Türschlosser, ID-Code. Demon Gate, danke. Ha, Hacker, hier. Yeah. Ich hätte ja trotzdem gelacht, wenn die Tür aufgegangen wäre, weil ich sie begrüßt habe. Aber gut, so geht dann halt nicht. Ha. Demon. Oh, war das ein. Das war, glaube ich, so, ne? Demon Gate. Ah, dann war es ein großes G, doch. Entschuldigung, Entschuldigung. Also, Kommi, offensichtlich ist das ein großes G gewesen. ID-Code identifiziert. Was ist los? Die Träne schwingt, als hätte sie Angst. Weil sie eine Fälschung ist. Sie birgt die dunkelsten Seelen in sich. Welche, meine oder die da? Haken, so treffen wir uns wieder. Und dieses Mal haben wir die gleiche Schwerttechnik, haben wir? Wir haben viel geredet, aber Kämpfer verschwenden keine Worte. Lassen wir unsere Schwerter sprechen. Ja, also wir haben so viel geredet, ne? Der ganze Part ist schon quasi vorbei, nur mit einem Gespräch. Welches Gespräch? Ja, stell dir mal vor, wir machen wieder das da und dann, was haben wir hier? Das war Verteidigung für die ganze Gruppe, ne? Nicht mehr 3 Züge damit verwenden müssen, hier alle einzeln zu verbessern. Komm schon, sie ist eine Hexe. Magnum Fang. Aber deutsch ausgesprochen ist es fast witziger, ne? Magnum Fang. Fang Magnum. Ja, dann wieder Raketenwerfer, trotzdem das Ding da und das haben wir noch so schönes. Anormalen Status heilen. Abwehrquote erhöhen. Limit. Zweifache Angriffsstärke, ja. In der Hoffnung, dass er beim nächsten auch nochmal so gut drauf ist wie das da. Ich weiß nicht, ob das für Kommis Raketenwerfer gilt. Ich hab das Gefühl, die mag keine Frauen. Darf man das sagen? Ja. Aber nichtsdestotrotz, dass da. Also, ich weiß nicht, in welcher Welt die hier leben, aber das, was Haken da benutzt, ist definitiv kein Schwert. Das ist alles, aber kein Schwert. Wir haben schon noch ein paar Mal. Ja, 3, 4, jawohl, 5. Ah, immerhin 5. Yeah, 5000 irgendwas. Azrael. Wow. Ich bin zutiefst getroffen über den riesen Schaden, den es da gab. Also Angriffskraft verdoppeln, schönes Teil auf jeden Fall. Könnten mal. Ich weiß, dass es eigentlich wahrscheinlich eine Zeitverschwendung ist, aber wir könnten uns ja mal die neuen Wächter angucken. Haben wir zumindest schon mal 2 wieder gesehen. Außerdem hat Caitlyn gerade keine MP mehr. Ja, oder wir gewinnen einfach. So, okay. Was habe ich gesehen? Die Wand, die hast du gesehen, weil du dich umgedreht hast. Weil du mich wieder ignorierst. Ich fühle mich so ignoriert. Ja. Das ist aber keine Lady Haken mehr. Die Haare würde ich erkennen. Hm.
Ist das da oben eine Kiste? Das sind zwei Kisten da oben, oder? Ich meine, ja, super gefährliche Hühner. Ne? Wir geben euch weder die Träne der Dunkelheit noch die Lady. Ihr müsst es schon mit mir aufnehmen, wenn ihr sie wollt. Und wo bist du? Du Feigling? Was war jetzt eigentlich meine Rache? Ich hätte es wissen müssen. Diese Schwertechnik. Noch ein schneller Zughinweis. Ich nahe habe der Realität nicht ins Auge geblickt. Ihr werdet es schon wissen, aber ich sage es euch trotzdem, wenn ich soweit bin. Also ich nehme mal an, dass Lady Haken irgendjemand ist, den er eigentlich kennt. So, bevor wir gehen. Munition, okay. Munition, okay. Informationen aus den Archiven der Dämonen. Ja, Priorität Nummer 1, Wiedererlangen des Kardingel. Das Kardingel! Ja. Reich mir mal das Kardingel. Der von den Wächtern verschlossen wurde. Kardingel. Naja, bis zum nächsten Mal. Wenn wir das Kardingel suchen. Nehme ich mal an. Und dann, Ich komme da nicht zu. Kardingel. Und auch beim nächsten Mal werden Kommi, Ragnar und Caitlin versuchen, die Welt zu retten. Und nun seid ihr gefragt, rettet meine Welt, indem ihr den Abo-Knopf drückt, ein Like hinterlasst und natürlich das Ganze kommentiert. Denn ohne euch ist die Motivation wahrscheinlich gleich null.